Ja, grüß euch. Wir schreiben das Jahr 2020, 24. März 2020. Noch 2 Tage, also der Tag ist ja fast schon vorbei, und dann, ja, dann ist mein Geburtstag und meine sämtlichen Geburtstagspläne sind natürlich ins Wasser gefallen. Naja, auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz den DAX hier an und ja, es sieht doch ganz gut aus. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, also man könnte sagen, das ist ein Turnaround Tuesday gewesen, ne? Könnte man so sagen. Wir sind natürlich extremst vorsichtig, weil die Konstellation und Situation der aktuellen Lage, da kann man wirklich nur hoffen, dass wir diese Woche sozusagen im blauen Bereich bleiben. Diese Woche nicht im blauen Bereich zu bleiben, würde heißen, ein Schlusskurs, ein Wochenschlusskurs bei 8.500, 8.600 Punkte. Das wäre natürlich ein sehr eher schlechtes Signal. Ich nehme mal an, also dass wir aufgrund, ja, viele Konstellationen, zum Beispiel, also die ganzen Margin Calls sind raus, ja. Die, ja, doch 5 sehr, teilweise extremst ausgeprägten negativen roten Kerzen, die wir in den letzten 5 Wochen hatten. Da sind doch einige in den Shorts gewesen, ja, wo ich auch bis Freitag und dann noch eine kleine Restposition gestern rausgegangen bin. Das treibt die Kurse jetzt in diese Gegenbewegung. Dann natürlich diese Liquiditätsmaßnahmen, ja, also sozusagen die Fed, die Federal Reserve, also auch die EZB, also die Federal Reserve, also die US-Zentralbank hat letztendlich gesagt, wir stellen so viel Liquidität zur Verfügung wie nötig. Also wir drucken bis Ultimo. Dann die ganzen Quarantänemaßnahmen, also in Europa. Ja, wir reden hier vom DAX. Also der DAX ist ja sozusagen für Deutschland, obwohl er eigentlich selten sein Eigenleben hat. Also eigentlich immer dann nach der Pfeife tanzt, was auf dem S&P passiert. Aber egal. Oder im Dow. Oder eine Kombination daraus. Aber letztendlich kann man sagen, es gab sogar schon von diesem Robert-Koch-Institut, ich glaube nach einer Woche Shutdown. Hier in München haben wir ja den Shutdown letztendlich erst seit, oder die Ausgangssperre erst seit Samstag, aber bereits nach 2 Tagen, so wie ich das richtig verstanden habe, hieß es, die Infektionsdichte, also die Frequenz geht runter. Ja. Also letztendlich eine Summe von, ja, Neuigkeiten, die letztendlich der Auslöser, wir reden hier wieder von einem Auslöser, den man als solches bezeichnen könnte, für eine Gegenbewegung. Ist die Gegenbewegung dann erstmal in Motion, also in Gang, in Bewegung gesetzt, ja, in Motion, könnte diese natürlich, ich würde mal sagen, auf jeden Fall bis 10.500, eventuell sogar 11.500, dann wären wir ungefähr, also 10.500 in dieser Region hier. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird, könnte. Ja. Diese Woche noch, weiß ich nicht. Es kann sein, dass wir diese Woche das nicht schaffen. Das hängt eben von dieser Dynamik dann ab, wie diese Gegenbewegung eben einschlägt. Ja. Also wissen kann das wirklich keiner. Ja. Ich würde sagen, bis 11.500, 10.500
Aber spätestens bei 11.500 geht wahrscheinlich die Luft aus für diese Gegenbewegung. Wo man es auch nie genau wissen kann, weil die Leute ihre Meinung auch sehr häufig sehr schnell ändern können. Ich bin natürlich immer jemand gewesen, der die letzten Jahre auch gesagt hat, langfristiges Depot trennen von Swing Trading Depot und meinetwegen, wenn du meinst, du musst kurzfristig traden, also quasi Intraday, auch nochmal bitte trennen, unbedingt, ja. Das ist die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach. Ansonsten kommst du da in Teufelsküche. Also wenn ich, und das, da muss man, glaube ich, immer ganz klar trennen, wenn man von irgendwas spricht, auch in seinen YouTube-Videos, und da muss ich mich auch ab und zu, glaube ich, an meine eigene Nase packen. Und mir ist es jetzt auch erst nochmal so richtig bewusst geworden in den letzten Tagen und Wochen, wie wichtig das ist, besonders in solchen, ja, doch recht turbulenten Zeiten oder in dynamischen Zeiten wie jetzt gerade, wo auch viele nach dem Strohhalm suchen und einfach Wissen abgreifen wollen, was sie denn nun jetzt tun sollen mit ihrem Depot, mit ihrem Geld oder was auch immer. Dass man diese drei Kategorien, zumindest mal grob, diese drei Kategorien extremst ja, separiert und wirklich auseinanderhält. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Das, was ich hier in meinem Video mache, von den Depot, von meinen letztendlich, das ist ein Swing Trading Depot. Ja, ich habe früher auch Intraday Sachen gemacht. Das habe ich aufgegeben. Es hat nicht funktioniert, für mich zumindest nicht. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht auch eher was für Algorithmen. Und die la wirklich langfristigen Anlagen, also die mit Aktien zu tun haben oder so ein Fonds, wo ich mal eingezahlt habe oder irgendwie sowas, das sind Sachen, für die erwähne ich hier gar nicht. Das sind so, ja, so Rentenversicherungs Zeugs, was ich da noch habe und was weiß ich, so andere, so Sparverträge. Ne? Warum? Weil es ist stinklangweilig. Was soll ich da erzählen? Ja? Wie soll ich damit einen YouTube-Kanal aufbauen? Ja? Also, und für mich ist es ganz wichtig, dass ich so Sparpläne, so Depots, die ich habe, wo ich Sparpläne habe zum Beispiel und solche Sachen, dass ich die am besten einfach vergesse, ja. Am besten irgendwie die Zugangsdaten quasi in den Müll schmeiße, ja. Also ich weiß noch, dass ich mal so Sparpläne mal hatte und dann einfach über eine Zeit hinweg einfach vergessen hatte, dass ich sie hatte. Über eine Zeit, wo es mir finanziell nicht so gut ging. Und ja, ich war dann eben finanziell nicht so gut auf dem Dampfer und musste mir einfach Lösungen finden. Ich hatte vergessen, dass da noch irgendwo ein Depot ist, ja, das hätte ich ja auflösen können. Ich hatte aber vergessen, dass es dieses Depot gibt, ja. Und das war ein riesengroßer Vorteil da, weil ich war dann gezwungen, mir andere Lösungen zu suchen. Und dieses Depot ist mir bis heute erhalten bleiben, erblieben, sozusagen, ja. Also, das sind immer nur so ganz kleine Beträge dann aufgegangen, aber deswegen hatte ich das auch irgendwie, ist es völlig untergegangen, ja. Also immer nur so 20 Euro. Aber es ist halt jetzt uralt, ja. Und von daher ist es sehr, sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, ja, zurück zu diesem, ja, meinem Swing Trading Depot und alles, was sich darum dreht momentan. Ich habe ein paar Sachen in meinem Business, ja, ein paar Steuernachzahlungen und dies und das und jenes und auch noch ein paar Sachen, wo ich mir Gedanken mache, wo ich vielleicht investieren möchte, ja, quasi einfach andere Dinge, die außerhalb der Börse sind, wo ich vielleicht Investitionen tätigen möchte, da muss ich mich noch mal, ja, da muss ich mir noch mal genau Gedanken drüber machen. Und von daher, ja, muss ich jetzt mal schauen, wie ich hier weiter vorgehe. Also ich bin jetzt, ja, vom, was mein Swing Trading Depot, habe ich noch relativ viel Cash. Ich traue dieser Sache noch nicht so hundertprozentig, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ich bin so ungefähr mit 20% oder so dabei.
Und wir werden sehen, was die nächsten Tage mit sich bringen. Es gibt halt auch aus den USA immer noch so, ja, so Uneinigkeitsneuigkeiten, ja. Und ist halt nach wie vor auch ein bisschen unsicher und unvorhersehbares Pflaster. Ja, dieses, und das ist nun mal ein sehr, sehr wichtiger Markt, eine sehr, sehr wichtige Börse, die Wall Street und alles. Und mit dem Donald Trump halt, es ist halt einfach, man weiß nie genau, was als nächstes macht. Das ist halt schon ein Unsicherheitsfaktor. Naja, hoffen wir das Beste. Schauen wir mal, ob diese Woche da eine blaue Kerze eben hinkommt. Und ich weiß, andere sagen, ich investiere 80, 90%. So, ich halte wenig Cash zurück und ansonsten verpasse ich wieder die Rendite und all diese Sachen. Das ist auch gut so für diejenigen, in deren Strategie. Jeder muss sich seine eigene Strategie bauen, seine eigenen Prioritäten setzen. Ja. Wenn du zum Beispiel, wenn bei dir alles läuft, ja, und du hast eine Cash übrig, dann kannst du das machen. Wenn du also zum Beispiel jetzt irgendwie, ja, was weiß ich, einen Friseursalon hast, ja, und der muss gerade schließen. Und du hast laufende Kosten und hast Probleme und so weiter und machst dir gerade Gedanken, okay, wie kann ich mich vielleicht anders aufstellen, mir vielleicht andere Kenntnisse aneignen oder, keine Ahnung, mein Friseursalon irgendwie eine Abwandlung davon digitalisieren, ja. Und da muss ich mir jetzt Kenntnisse aneignen oder ich brauche da einfach Budget für Werbung, Online-Werbung oder dies oder das oder jenes. Ja, wenn bei dir so ein Umdenken stattfindet, weil die Digitalisierung wird selbst, also jetzt in der jetzigen Phase wird selbst der Letzte, ja, aufwachen und sich sagen, ja, Digitalisierung ist schon was, das ist relativ angekommen, ja, in unserer Welt. Und ich denke mal, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für viele Leute da draußen, die sich gerade Gedanken machen, wie stelle ich mich auf, was mache ich als nächstes, wohin geht es mit der Börse, was mache ich mit meiner Kohle, wenn ich überhaupt noch welche übrig habe, wie sicher ist mein Job. Ja, also ein ganzes Bündel an Fragen und Faktoren, wo man sich, denke ich mal, jetzt mehr denn je Gedanken drüber machen muss. Und das Ganze sollte eine gesamtheitliche Strategie sein. Ja? Ich sage das immer bei einem von meinen Kunden, für den ich ja, eine Umsatzunterstützung mache, ja? In der IT-Security-Branche. Da heißt es auch immer gesamtheitliches Konzept. Ja? Gesamtheitliches Konzept. Denn eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Ja. Und im übertragenen Sinne ist es halt einfach so, dass du dir über ja, deinen Beruf, Digitalisierung, gesellschaftlicher Wandel, deine eigene Zufriedenheit, ja, deine Weiterentwicklung, ja, also was willst du eigentlich? Vielleicht jetzt auch diese Ruhe mal, dieses Homeoffice oder diesen Zwangsurlaub, kann man eigentlich so sagen, ja, weil viele Homeoffice, das ist ja auch nur Fassade, denn die ganzen Leute in den produzierenden Gewerben, die halt nicht in der IT arbeiten zufällig oder so, ja, die haben halt Zwangsurlaub. Was wollen denn die im Homeoffice arbeiten? Werden im Homeoffice kaum irgendwelche Teile zusammenschrauben oder fräsen oder drehen, ja. Ja, also das ist ja auch so eine Fassade. Und deswegen haben wir ja auch die Probleme und die Probleme sind auch nicht so schnell wegzucanceln.
Aber wie gesagt, es ist ein ganzes Bündel an Fragen, die sich jeder Bürger, Angestellte, Anleger, Selbstständige, egal was, Menschen, ja, sich stellen muss. Und jetzt ist die Zeit. Nutzt diese Zeit, ja, euch sozusagen ja, gut aufzustellen für die Zukunft. Ja, mehr bleibt mir so auch nicht zu sagen. Also was hier den DAX betrifft, wie gesagt, schauen wir mal, was die nächsten Tage mit sich bringen. Ich bin so investiert, dass ich in jeder Richtung noch gut schlafen kann. Ja, ich denke, das ist ein super abschließendes Wort. Wenn ich ein bisschen Rendite nach oben verpasse, sei es drum, ja, dann freue ich mich trotzdem über das Cash. Ja, dann kommen natürlich einige Schwarzmaler oder ich weiß nicht, Schwarzmaler, dann sagen halt einige, ja gut, aber das Cash wird jetzt dann sehr schnell weniger wert, weil jetzt kommt das als nächstes gleich die Hyperinflation. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Inflation natürlich kommt. Ich habe schon immer gesagt, dass Inflation, und zwar auf manche Dinge eine sehr starke Inflation, ja, habe ich schon immer gesagt. Ich habe schon immer gesagt, es gibt Dinge, die inflationieren extrem, und zwar schon die ganze Zeit. Und dann gibt es halt andere Dinge, die inflationieren nicht so stark. Es wird jetzt nicht sein, also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier eine super Hyperinflation haben von heute auf morgen. Ja. Und ich habe ja auch ein paar Metalle und mein Gott, dann, wenn sich das wirklich abzeichnen sollte, und ich denke nicht, dass das jetzt halt wirklich über Nacht kommt oder so, ja, oder wie was weiß ich, in Afrika, ne, oder sowas. Also es gibt genug Sachen, die ich kaufen könnte, ja. Also so, da habe ich schon ein paar Ideen. Und wenn ich einfach nur mir, sagen wir mal, alles in irgendwie, wenn ich mir einfach einen Blog aufbaue zu irgendeinem Nischenthema, ja, und schiebe da meine Kohle rein, ja, also digitales Asset. Das kann dir auch keiner nehmen. Ja? Auf das hast du auch Zugriff, wenn du auf Tahiti sitzt. Ja? Aber, also Ideen habe ich da genug. Ja? Also an Kreativität diesbezüglich mangelt es mir nicht. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Also wenn du heute der Überzeugung wärst, oh, jetzt kommt irgendwie, ja, in den nächsten 6 Monaten wird unser Geld entwertet oder irgendwas, ne? Und dann überlegst du dir, naja, soll ich Immobilie, Aktie oder Edelmetalle, ne? Diese drei Dinge. Es gibt noch ein paar andere Dinge auch. Definitiv. So, das soll es gewesen sein für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.